Hi Leute und herzlich willkommen zum letzten Unboxing in diesem Jahr. Eine riesengroße Bestellung von Pyroland für über 950 Euro. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an Pyroland selbst zu den Artikeln. Ich möchte jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen. Schaut euch einfach das Video an. Als ersten Artikel haben wir hier das Nova Fontaine Sortiment von Blackbox. Das sind vier verschiedene Fontänen enthalten mit unterschiedlichen Effekten, sind auch schön nummeriert, Fontäne Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Fontäne Nova Fontäne Nummer 4. Wirklich sehr, sehr schön, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Test. Dann haben wir hier eine Böller-Neuheit von Pyroland aus diesem Jahr. Böller sind China Böller D, also Böller deinen Namen, das sind verschiedene D-Böller mit Namen drauf. Zum Beispiel hier haben wir Niklas oder der Dietmar oder Fabian. Ah ja, Robert gibt es auch. Also es gibt verschiedene Namen und ja, da kann man richtig schönes Böller-Voodoo machen. Also das ist nicht schlecht. Uli, ja, wir haben jetzt und auch nochmal Konstantin. Also sind verschiedene Namen vertreten. Dann haben wir hier eine Rauchflagge, blau, weiß, rot. Hier mit dieser Öffnung muss es nach oben entweder auf den Boden gelegt werden oder halt hier irgendwo so ein Stab rein, dann hat man halt eine wunderbare Rauchflagge. Hier haben wir einen sehr, sehr schönen Schweizer Vulkan von der Firma Leubli. Schweizer Leubli Vulkan, Schweizer Feuerwerk bis 7 Meter, ca. 60 Sekunden. Brenndauer. Das ist, glaube ich, der Vulkan Gold und mit bunten Sternen. Hier wieder eine sehr, sehr schöne Neuheit von Weco Feuerwerk. Das ist ein Sortiment aus drei hochwertigen Bugano-Vulkanen. Einmal den Elfentanz-Vulkan, Elfenzauber und einmal, wie heißt der? Feenlicht. Der eine hat Goldeffekt mit Farbsternen, ca. 45 Sekunden Brenndauer, Effekthöhe 5 Meter, 170 Gramm Effektladung. Der größte Silbervulkan mit pinken Stern hat 250 Gramm Effektmenge, ca. 50 Sekunden und 6 Meter Effekthöhe. Und dann haben wir noch einen kleineren Vulkan mit 170, das ist der Feenlicht. Mit 170 Gramm Effektmenge, weiße Blinkstern mit Goldblüten, ca. 45 Sekunden Brenndauer und 5 Meter Effekthöhe. Gibt es einen wunderschönen Test dann auch noch zu Silvester. Dann haben wir hier die wunderschönen Bombenrohre von Xplode, hatte ich ja auch letztes Jahr. Gefallen mir wirklich sehr, sehr gut mit sehr hartem Zerleger und großem Bouquet. Die wurden ja leider als Ersatzartikel für diese Leslie-Bombenrohre, ich weiß jetzt nicht mehr, mit diesem Five-Aufstieg geliefert. Da sind die halt dafür als Ersatz gedacht. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr guter Ersatz. Ist wirklich ein erstklassiges Bombenrohr. Dann haben wir hier die bekannten Chipula Trick Track von Pyro Union. Das ist also ein Böller, ein Verbundböller, sage ich mal. Angefangen mit einem Knallfrosch, der dann halt übergeht in einen großen Kanonenschlag. Wirklich ein sehr, sehr innovativer Artikel und sehr, sehr schön, auch vom Knall her. Und wunderbare Verarbeitung, alles tipptopp hier. Der nächste Artikel sind die Nico Simply Gold Raketen. Und zwar sind das fünf große Goldraketen mit Goldbouquet halt. Der Trend geht ja immer mehr zu diesen Goldraketen. Fast jeder Online-Shop, fast jeder Discounter führt solche Goldraketen. Deswegen wollte ich auch mal ein paar andere Raketen, Goldraketen testen. Der nächste Artikel, wieder ein Vulkan. Ihr merkt schon, ich bin ein großer Vulkan-Fan. Und deswegen habe ich mir auch so viel bestellt. Das ist der Cone of Crackling. Ein riesiger Vulkan. Ihr seht es schon an der Größe. Wirklich riesig. Cone of Crackling, ein sehr, sehr lauter Crackling-Vulkan von Leslie Feuerwerk. Auch eine Neuheit in diesem Jahr. Hier haben wir wieder eine Pyroland-Neuheit aus diesem Jahr.
Und zwar das wunderschöne Raketensortiment Kaltstart. Ich zeige euch hier auch mal, wie die aussehen, die Raketen. So sehen also die Kaltstartraketen von Pyroland aus. Ein wirklich sehr, sehr schönes und edles Design. Komplett in Silber mit so einer Silberglitterfolie gehalten. Wirklich sehr, sehr edel. Freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf, die zu zünden. Wirklich ein wunderschönes Raketensortiment. Echt klasse. Vielen Dank ihr an dieser Stelle auch nochmal an Pyroland. Dann hier eine weitere Neuheit in diesem Jahr. Und zwar sind das die Weko Skybombs. Sind Single Shots, 5 Stück. Sehen ein bisschen aus wie riesige Tortenfontänen durch diese Plastikstifte hier unten, die man eigentlich so in den Boden steckt. Aber sind halt wirklich vom Design her auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf jeden Fall, die zu testen. Eine weitere Neuheit aus diesem Jahr von Pyroland haben wir hier. Das sind Knallkörper, kubische Kanonenschläge. Cubic. Richtig schöne Kanonenschläge, sind auch ziemlich hart. Und ich erhoffe mir recht viel von diesen Teilen. Letztes Jahr gab es ja auch welche mit Cracklingwolke und diese halt richtig normale, schöne Kanonschläge, Cubic. Ihr seht schon, was ich jetzt in der Hand habe. Das sind, nein, das sind keine FP3, das sind die XP3-Knaller mit Schwarzpulver, also völlig legal. Ja, das ist eine Neuheit von letztem Jahr, Explode XP3 mit grüner Flamme und dann einem schönen Knall. War ich sehr, sehr ja, angetan von, deswegen habe ich mir dieses Jahr mal 10 Stück gekauft. Der nächste Artikel ist eine Pyro-Neuheit von letztem Jahr und zwar, ihr seht es schon an der Größe, ist unglaublich, wie groß dieses Bombenrohr ist. 7-to-1 Bombettenrohr Titangold. Also unglaublich groß. Ich schätze Verpackung ca. 50 bis 60 cm lang. Ich zeige euch jetzt auch gleich, wie das aussieht, das Teil. Ihr seht das schon mal. Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenteil. Ihr seht es im Größenvergleich zu dem Karton. Ist wirklich ultra. Ihr könnt es hier schon sehen. Es sind also 37 mm Rohre, die dann im Prinzip mit einmal losgehen und ein riesiges Bouquet an den Himmel zaubern. Das gleiche gibt es auch jetzt als Neuheit von 2018 und zwar heißt das diesmal 7-to-1 Bombettenrohr Glittergewitter mit weißen Glitterfeuertöpfen gefolgt von weißen Glitterpeonis. Auch wieder 7 Schuss mit einmal. Hier seht ihr das, also so sieht der Standfuß halt aus, ist also eine riesen Pressspanplatte, die dann als Standfuß dient. Also die Ausmaße von diesem Teil sind wirklich Wahnsinn. 7 x 30 mm. Auch hier, ihr könnt es im Video sehen, wie riesig dieses Teil ist. Also unglaublich. Ich freue mich wirklich mega, dieses Teil zu testen. Der nächste Artikel ist eine riesige XXL-Batterie von Pyroland. Und zwar heißt die Air Force One, ich glaube, eine Neuheit aus letztem Jahr. So sieht sie aus. Ist also ein riesiger Brocken, wie ihr seht. Auch ziemlich schwer geschätzte, boah, keine Ahnung, 12, 15 Kilo. Ist also ein riesiges Teil. 64 Schuss, 50 Sekunden Brenndauer, 1,5 Kilo Explosivmasse, 40 Meter Steighöhe und Kaliber 30 mm. So sieht das ganze Teil aus von innen. Es sind also 4 Batterien mit je 30 mm Kaliber und insgesamt 64 Schuss hat sie. Es geht munter weiter und zwar wieder so einen riesigen Klopper von Pyroland, aber diesmal eine Neuheit von 2018, 19 und dieses Teil heißt Piranha 144 Schuss. Pyroland Piranha 144 Schuss. Ist also wieder ein. Boah, Alter, ist das Ding schwer. Riesiges Teil, 144 Schuss, 80 Sekunden Brenndauer, 1,7 Kilogramm NEM, also Explosivmasse, 40 Meter Steighöhe
und 25 mm Kaliber. Ja, und halt sehr große Bouquets. Auch hier nochmal das Innenleben, wie die Batterien halt aussehen. Das sind halt vier große Batterien zu einem Verbund verleitet. Ihr seht es schon, jetzt geht's weiter mit großen Pyroland-Batterien und auch neuartigen Raketen. Wir fangen jetzt an mit der Neuheit von Pyroland 2018-19, Brocade Garden. Effektbeschreibung Gold über Gold. Der Himmel verwandelt sich in einem blickdichten Garten mit Feuerblumen aus glitzerndem Brokat. Ja, das klingt doch mal richtig, richtig edel. Brenndauer 30 Sekunden. 405 Gramm Explosivmasse, 36 Schuss, Kaliber 25 mm. Dann haben wir hier die Proud and Loud. Eine schöne Batterie, wie ich finde. Goldbatterie. Auch Pfeifer sind dabei. Gold, laut, heftig. In Intervallen geschossen. Abschluss mit 6 Schlag, Finale und dreistufigem Kern Ciantava Raketen. Sehr, sehr nice. Die nächste Batterie ist die Alpha Edison von Pyroland, auch eine Neuheit aus diesem Jahr. 20 Sekunden Brenndauer, 25 Schuss, 500 Gramm Effektmenge, 40 Meter Steighöhe und 30 mm Kaliber. Wie ihr sehen könnt, ist es eine Fächerbatterie. Aber ich sage euch ehrlich, Leute, dieses Design, die Designs, die Pyroland immer raushaut, das ist unübertroffen, das ist einfach mega geil. Guckt euch dieses Design an, wirklich. Absoluter Hammer. So sieht das Ganze ausgepackt aus. Also ein riesiger Klopper. Es ist unfassbar, wie groß auch diese Batterie hier ist. Es geht weiter mit der nächsten Pyroland-Neuheit aus diesem Jahr. Das ist die Feinstaub. Auch hier wieder ein mega gutes Design. Erinnert ein bisschen hier an Stargate mit diesem komischen Reifen, mit diesem Alien. Also wirklich ein tolles Teil. Auch wieder riesig groß, auch wieder eine Fächerbatterie. 25 Sekunden Brenndauer, 25 Schuss, 500 Gramm Effektmenge, also wie die andere. Und ja, Kaliber 30 mm wieder. Wirklich ein sehr, sehr schönes Teil. Auch hier zeige ich euch, wie die Batterie aussieht. Und zwar so, genau das gleiche, fast das gleiche wie die Alpha Edison, auch so groß, auch 30 mm Kaliber. Wahnsinn. Jetzt geht es weiter mit Raketen, und zwar mit Salutraketen, ganz besonderen Salutraketen von Pyroland, eine Neuheit aus diesem Jahr. Und zwar heißen die Teile Kanonenschlagraketen. Warum die so heißen, zeige ich euch jetzt. Und genau deswegen heißen die Kanonenschlagraketen, weil hier ist es ein Raketen quasi mit einem Kanonenschlag obendrauf, und hier sollen 2 Gramm Blitzknallsatz drin sein. Also wenn das wirklich so stimmt, dürften diese Raketen richtig, richtig laut scheppern. Und ja, ich freue mich eigentlich auf keinen Artikel so heftig wie auf diese Raketen hier. Auf jeden Fall massive Vorfreude auf diese Pyroland-Raketen. Kanonenschlagraketen. Jetzt geht's weiter. Ich habe hier noch einen letzten Karton, wie ihr sehen könnt. Es ist eine ganze VE Explode Double Deck Red oder Double Deck Rot. Ist ja wirklich eine mega Batterie, die ich letztes Jahr leider nicht hatte. Deswegen habe ich mir dieses Jahr mal eine ganze VE, 6 Stück. Insgesamt habe ich halt 7 Stück von dieser Batterie bestellt, weil die ist halt wirklich so geil. Ich hoffe natürlich, dass diese Charge auch so gut ist. Und ja, ich möchte euch die Batterie jetzt einfach nochmal zeigen. So sieht die aus. Explode Double Deck Red. Eine der besten Crackling-Fächer-Batterien, die es so auf dem deutschen Markt gibt. Ist halt wirklich ein riesen fettes Teil. Kostet so um die 22-23 Euro das Stück. Und wie gesagt, mächtige Fächerbatterie, Crackling Feuertöpfe zu Popping Flowers Bouquet, also da brennt der ganze Himmel. Wirklich absolut krass, das Teil.
So Leute, das war's jetzt schon wieder mit meinem Unboxing von Pyroland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach ein Like oder einen netten Kommentar da. Und ja, besucht auch meine Instagram-Seite Pyromotte Full HD. Und ja, Vorfreude ist einfach massiv jetzt nochmal gesteigert. Ich hoffe, es ist genauso bei euch wie bei mir. Und ja, in einigen Tagen, am 28. ist ja Verkaufsstart. Und dann geht's nochmal richtig ab.